auf die Möglichkeiten, wie die Gruppendynamik eine Leistung verbessern oder verschlechtern kann, möchte ich jetzt gleich noch etwas näher eingehen. Gruppenverhalten und Arbeitsleistung ist also das Thema und wir betrachten zunächst einmal die Situation, wenn eine Gruppe gut geführt wird. Die Gruppe wird gut geführt, was heißt das? Wir haben ein hohes Leistungsniveau des Gruppenführers. Immer dann, wenn der Gruppenführer die Leistungsvorgaben des Unternehmens auch für sich akzeptiert und aktiv umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die Gruppenmitglieder dem Vorbild ihres Gruppenführers folgen und dadurch die Leistung steigt. Wenn die Gruppe das Thema Erfolg für sich als Wert erkannt hat, das heißt auch die Gruppe möchte gerne Erfolg haben, die Gruppe möchte sich auszeichnen, das findet sich insbesondere in den Situationen wieder, wo vielleicht zwei oder mehrere Gruppen in Konkurrenz zueinander sind, dann macht es natürlich ganz besonders viel Spaß, der anderen Gruppe in der Leistung davonzueilen. Wenn es grundsätzlich kooperatives Zusammenarbeiten gibt, das ist so ähnlich wie mit dem kooperativen Führungsstil, wenn jeder das Gefühl hat, dass er einen wichtigen Beitrag leisten kann, wenn jeder integriert ist in die Gruppe mit dem, was er tut, mit seinen Meinungen, mit seinen Ansichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir ein positives Gruppenklima haben und dadurch auch eine hohe Leistung. Die Kehrseite, die sieht so aus, wenn Spannungen und Konflikte in der Gruppe bestehen. Beispielsweise die Interessen der Gruppe laufen den Interessen des Betriebes zuwider. Stellen Sie sich vor, das wäre eine Gruppe, die sich weniger über den Betrieb gefunden hat, sondern mehr über gemeinsame Freizeitaktivitäten. Und schon kollidieren die Ziele der Freizeitaktivitäten mit den Zielen des Betriebes. Oder was auch vorstellbar ist, dass nur mittelmäßige Leistung abgeliefert wird vor dem Hintergrund. Wenn besonders hohe Leistung erbracht wird, dann würde dadurch die Norm verdorben werden. Was so viel heißt wie, wenn ich einmal ganz viel leiste, dann wird künftig von mir erwartet, dass diese Leistung immer weiter und immer weiter erbracht wird. Und nicht selten erleben wir dieses Phänomen, dass Gruppenmitglieder in schlecht geführten Gruppen, dass Gruppenmitglieder in diesen Gruppen, die besonders hohe Leistung bringen, von den anderen Gruppenmitgliedern sozusagen eingebremst und gestoppt werden, um die Leistungsnorm nicht zu verderben.